Das kann doch... Nein, ist das ist kein Abnormer. Er verfügt über Intelligenz. Auf gar keinen Fall. Was geht ab, Leute? Und damit herzlich willkommen bei Attack on Titan Folge 17. Ich bin heiß. Ihr habt's gemerkt, glaube ich. Also, wir gehen direkt rein. Bis gleich. Meint er, riecht was? Du! Ich würde so gerne wissen, was sich hinter dem Bauch verbirgt. Ach, aber was soll's? Ich überlasse ihn dem Unterstützungsteam. Verdammt! Nicht tief genug! Beschützt die Kolonne um jeden Preis! Hier spielt die Musik! Wir überlassen das dem Unterstützungsteam und drücken weiter vor! Oh shit, aber da sind so richtig krasse Regeln! Jeder hat seine Aufgabe, jeder weiß. Zumindest die alten, erfahrenen Rekruten wissen, was sie zu tun haben. Die neuen, die müssen noch reinkommen, aber wird schon. Von da an werden wir komplett im umkämpften Titanengebiet sein. Das hat richtig krasse Abläufe. Unsere einzige Hoffnung ist die von Kommandant Erwin geplante Fernaufklärungsformation. Hey, Aurore! Was glaubst du? Haben meine Rekrutenkollegen eine Chance gegen die Titanen? Ernsthaft? Wieso fragst du mich sowas? Hör mal gut zu, du kleiner Schascher. Bei einer Expedition hinter die Mauer geht es in erster Linie darum, nicht gegen die Titanen zu kämpfen. Es geht darum, Ordnung zu haben und Anweisungen zu befolgen. So dann, macht's gut. Mach's gut, Rainer. Falls du einem Titan begegnen solltest, mach dir nicht in die Hose. Alles klar, Jean. Ja, du auch nicht, Jean. Boah, ich bin so hyped, Leute. Ich bin so hyped, wie strategisch das aufgebaut ist. Die Vorhut-Teams fächern sich halbkreisförmig und weit auf. Achten aber darauf, die Teams vorne, hinten, links und rechts von ihnen immer im Blick zu behalten. Die Reichweite von Aufklärung sowie Kommunikation soll so groß wie möglich sein. Es ist alles in Ordnung. Ganz ruhig. Ja, ganz entspannt, Armin. Noch ist nichts passiert. Es werden vor allem die Aufklärungsteams der ersten Reihe sein, die mit den Titanen in Berührung kommen. Sobald ihr einen Titanen entdeckt, feuert ihr eine rote Rauchgranate ab. Jeder, der diese Granate gesehen hat, gibt das Signal auf dieselbe Weise weiter. Dadurch wird der Kommandant über die Position des Titanen informiert. Dann feuert er eine grüne Rauchgranate ab und entscheidet, in welche Richtung die Formation als Ganzes weiter vorrücken soll. Oh shit, was? So kann die gesamte Formation sich auf ihr Ziel zubewegen und gleichzeitig einer Konfrontation mit Titanen ausweichen. Sick. Allerdings kann es vorkommen, dass sich aufgrund von topografischen Gegebenheiten oder Hindernissen die Entdeckung verzögert. Oh, Sascha. Ah, hierher! Verdammt! Ist der Aufklärung nur durch die Lappen gegangen? Galoppiert zu uns! Oh mein Gott, Sascha! Oh. Der ist auch noch übelst flink, der Dude. Ich übernehme ihn! Fahr du zurück! Ja! Ja! Oh Gott, ey. Das ist so spannend, immer. Zurück auf Position! Ja, let's go! Und weiter geht's! Es ist schon eine Weile her, seit die rote Granate abgefeuert wurde. Aber die Formation wurde immer noch nicht wiederhergestellt. Diese Maßnahmen greifen lediglich gegen normale Titanen, deren Bewegungen leicht vorherzusehen sind. Eine schwarze Rauchgranate? Ignoriert der Titan etwa die Menschen in seiner Nähe und zielt auf das Zentrum der Formation ab? Das muss ein Abnormer sein! Die laufen immer gegen geil. Gegen enorme Titanen, deren Bewegungen nicht vorherzusehen sind, ist ein Kampf nötig. Auf flachem Gebiet ist man mit 3D-Manövern ganz klar im Nachteil. Ja, die definitiv. Chancen auf Erfolg sind verschwindend gering. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass er die Formation zerstört. Stoppe ihn hier und jetzt! Oh! Boy! Geschafft! Gut gemacht! Oh la la, je très bien! Magnifique! Haben wir ihn erledigt? Hey, hey, da bist du ja, meine Lieblingstute. Du bist ein Schatz, Charette. Oh no, ist der erledigt? Was ist da? Das ist ein anderer. Ich hasse diese Dinger. Na schön, auf ein neues, Kumpel! Ja! Oh Mann, gleich zwei Stück hintereinander, wir haben echt Pech. Und es scheint auch noch einer der 14-Meter-Klasse zu sein. Yo, was ist da? Oh mein Gott!
Verdammt, ist der schnell! Was der zum ist Teufel? Ja, übelst quick! Hör nicht zu, dass er in Richtung Alert läuft! Hä? Das ist das. Verdammt, das kann nicht sein. Das kann doch. Nein, ist das ist kein Abnormer. Er verfügt ja über Intelligenz. Auf wie gar keinen Kolossale Fall. Und wie Eren. Ja. Das ja, ist ein ja, Menschenkörper ja, ja, eines Titanen. Was soll ich nur tun? Ich werde sterben. Er wird mich auch töten. Das ist eine Frau. Safe. Nee, lauf weg. Worauf hat er es? Nein, worauf haben Sie es abgesehen? Das Aufklärungsteam des rechten Flügels wurde fast vollständig vernichtet. Der weibliche Titan hatte eine große Gruppe anderer Titanen im Schlepptau. Ist denn niemand hier? Digga, was ist mit der? Die guckt den einfach nur an. Wait. Wir wissen ja, sie ist ein weiblicher Titan. Sie hat mich nicht getötet? Was war das? Ja, ja, Armin. Und sich mein Gesicht angesehen. Was machst du da? Okay, hier krass. Hier draußen außerhalb der Mauern überlebt man nicht lange ohne Pferd. Beeil dich! Mhm. Das war also die da mit dem netten Knackarsch? Das ist mit dem kein netten Knackarsch. Titan, sondern ein Mensch im Körper ja eines Titanen. Ja. Was sagst du da? Wie es aussieht, hat Jean eine abgefeuert. Stark da, Jean. Die kamen alle vom rechten Flügel, oder? Bedeutet das, sie sind so schwer getroffen, dass die Operation nicht fortgesetzt werden kann? Wir haben bereits schwere Schäden. Scheiße. Und wenn wir nicht aufpassen, werden wir vollständig vernichtet. Okay, aus die der hat Richtung ist sie doch gerade gekommen. Ja, genau. Aber haben wir auch mitbekommen. Kann es etwa die hat sein, dass einige sie die mitgenommen. Hergeführt hat? Ja. Meinst du die da? Hat er eine gesagt? Warum rennt sie eigentlich vor uns weg? Nein, nicht ganz. Ich habe keine Ahnung, wie das möglich sein kann. Aber sie ist ein Mensch im Körper eines Titanen. Sie besitzt dieselben Boah Kräfte wie Eren. Du machst Witze, oder? Ey. Armin, wie kommst du darauf? Wie kommst du darauf? Siehst du doch einer. Titanen fressen uns, aber sie sind keine Mörder. Sie hingegen ist anders. Als meine Teamkollegen ihren wunden Punkt angriffen, hat sie sie mit der Hand zerquetscht und zu Boden geschmettert. Sie hat sie nicht getötet, um sie zu fressen, sondern um sie auszuschalten. Vom Wesen her ist sie ganz anders als die anderen Titanen. Wette, sie hat die Titanen hergeführt, die den rechten Flügel zerstört haben. Genau wie der kolossale und der gepanzerte Titan. Ja, ganz sicher. Ihr Ziel ist es, konsequent die Menschheit anzugreifen. Ja. Sehr gut Moment analysiert, mal, Armin. Sie ja. Ich habe das Gefühl, sie sucht jemand Bestimmtes. Könnte es sein, dass sie nach Eren sucht? Könnte sie, ja. Der ist doch in Levi's Einheit. Und die sind für den rechten Flügel verantwortlich, von wo aus sie gekommen ist. In meinen Operationsplanunterlagen war die Einheit auf dem linken Flügel eingeteilt. Und in meinen Planunterlagen waren sie in der Vorhut des rechten Flügels eingezeichnet. Ja, stark. Doch, die haben es keinem Grund, gesagt. Das so weit vorn zu platzieren. Wahrscheinlich an dem Ort, der in dieser Formation am sichersten ist. Und wenn das so ist, vermutlich im hinteren Teil des Zentrums. Wir haben jetzt keine Zeit, lange nachzudenken, okay? Durch Rauchgranaten können wir den anderen nicht mitteilen, wie gefährlich diese Furie ist. Bald wird sie auch das Team des Kommandanten erledigt haben. Wenn das geschieht, wird die Formation auseinanderbrechen und vollständig vernichtet werden. Hast du einen Plan? Aus dieser Entfernung können wir vielleicht noch ihre Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Wir könnten es schaffen, genug Zeit zum Rückzug für das Kommando zu gewinnen. Wird nicht lustig. Leute, also ich muss ehrlich gestehen, ich habe eine Ahnung, wer es sein aus könnte. Aus ihrer Sicht sind wir wahrscheinlich nichts weiter als lästige Schmeißfliegen. Ach, ist das so? Ja, John. Das klingt ja großartig. Ey, sag mal, die ist anders. Bin ich oder bist du wirklich Jean? Der Jean, den ich kenne, ist nämlich ein Typ, der eigentlich immer nur an sich selber denkt. War nicht gerade höflich von dir. Ich tue das für Marco. Es war schrecklich, die Ascheflocken seiner Knochen in meiner Hand zu halten. Wenn es überhaupt seine waren. Ich will ihn nicht enttäuschen und... Ich weiß genau, was jetzt getan werden muss, alles klar? Wir haben uns für diese Aufgabe okay, hier entschieden. Okay, Jean, okay. Also los, unterstützt Let's mich. Go. Ja, ich bin dabei.
sie durch die Kapuze über. Schnell! Tief ins Gesicht, sodass sie euch nicht erkennen kann. Solange sie nicht weiß, wer wir sind, wird sie uns nicht einfach so töten. Oh, gute Idee. Stimmt. Stark, Armin. Jeder von uns Ehren sein. Sehr gut. Glück und ihr Sehvermögen ist nicht das Allerbeste. Ganz ehrlich, ich fand es immer total albern und gruselig, wie du die ganze Zeit an Ehren geklebt hast. Doch ich habe immer gewusst, dass du ein Genie bist. Okay, danke schön. Ja, danke. Wobei das mit dem albern und gruselig nicht sehr nett war. Ja, das muss nicht sein, John. Okay, Muck. Wow. Sie ist um einiges langsamer geworden, verglichen mit vorhin, als sie auftauchte. Ist sie vielleicht müde geworden? Wir müssen es jetzt tun, bevor sie uns abhängen kann. Oh, Leute. Wir machen es wie vorhin abgesprochen. Okay. Wir müssen ihre Aufmerksamkeit so lange wie möglich auf uns lenken, um der Formation die Zeit zum Rückzug zu verschaffen. Aber tut nichts Leichtsinniges. Das stimmt. Versucht nicht, sie zu töten. Sie ist sich ihres wunden Punkts im Nacken bewusst. Sie auszuschalten ist vermutlich sowieso nicht möglich. Zumindest nicht für einfache Soldaten wie uns. Darum konzentrieren wir uns besser lediglich darauf, sie abzulenken. Wenn die Zeit kommt, könnten die beiden sie eventuell besiegen. Warum war mir das klar, dass Armin an die zwei gedacht hat? Oh, die Mucke, Leute! Ihre Bewegungen sind viel präziser als die normaler Titan. Jo, war das knapp. Sie schützt ihren Nacken? Verdammt, ich komme nicht mehr weg. Ich werde sterben. Wenn sie meinen Draht packt, ist alles aus. Joe, rächt den Idioten, der es so eilig hatte zu sterben. Was zum... Wieso hat sie innegehalten? Das ist sie. Sie hat ihn getötet. Ich sagte zu ihm, der rechte Flügel ist Selbstmord, aber er wollte nicht hören. Was zum Teufel passiert da gerade? Ja, hat's hat er sich nur über den gemacht? Kopf gestoßen und ist jetzt völlig verrückt geworden, oder was? Nein, der hat's nur gemacht, damit sie weiß, wer Heiner, du bist. Sie hat meinen besten Freund zertrampelt, ich hab's gesehen. Seine Überreste klebten an ihrer Fußsohle. Er zielt direkt auf ihren Nacken, da sie ihre Aufmerksamkeit auf Armin gerichtet hat? Oh shit, Reiner Junge! Oh, nein, Reiner! Oh Gott! Oh! Yo, ich dachte, der wäre durch! Aber nicht mit meinem Boy Reiner. Der ist so eine Maschine. Schnell weg, Reiner, schnell weg. Reiner, dieser Teufelskerl, er hat's geschafft. Ich hatte es ganz vergessen, weil Mikasa so stark ist. Aber er ist ebenfalls ein hervorragender und verlässlicher Maschine. Kämpfer. Alles klar, ich glaube, wir haben genug Zeit gewonnen. Wenn sie keine Menschen frisst, wird sie uns nicht weiter verfolgen. Oh mein Gott, war das, ey, yo, ich dachte, es wäre das Ende für Reiner, oh mein Gott. Dieses elende Riesenwald, wie es aussieht, hat sie Schiss bekommen und geht wieder nach Hause. Was? Moment mal. Oh nein, dort befindet sich doch das hintere Zentrum der Formation. Will sie etwa wirklich zu Eren? So Leute, und damit zum Fazit von Attack on Titan Folge 17. Was war das wieder für eine kranke Folge? Hat wieder mega Bock gemacht und wir haben einen weiblichen Titan gesehen, die ziemlich krass sein soll, aber unser Boy Reiner hat es auf jeden Fall geregelt und konnte Armin und Jean mehr oder weniger retten. Ich bin gespannt, wer das ist, weil ich glaube natürlich, Armin hat auf jeden Fall recht, es muss ein Mensch sein und ich habe da so meine Vermutung, aber ich bin da noch ein bisschen vorsichtig und bin gespannt, ob es sich bewahrheitet und ich bin gespannt, wie die nächsten Folgen sind. Also, bleibt dran und bis dahin. Ciao!